Moin Leute, heute habe ich die schlimmsten Sportwagenunfälle für euch. Wenn ihr mir eure Dashcam-Videos senden wollt, könnt ihr das an die jetzt eingeblendete E-Mail-Adresse machen. Legen wir los! Da frage ich mich einfach nur, warum? Das arme Auto, wirklich schade drum. Das hat sich ja richtig gelohnt. Hauptsache noch überholen, um dagegen zu fahren. Mit so viel Power muss man auch umgehen können. Wer denkt, dass Driften leicht ist, kann sich das hier genau ansehen. Der dachte das wahrscheinlich auch. Der hat sich bestimmt danach selber in den Arsch getreten. Danach gibt es jetzt bestimmt einen verärgerten Anruf in der Werkstatt. Das ist ja wirklich noch einmal gut gegangen. Ab einer bestimmten PS-Zahl sollte es wirklich einen Pflichtkurs geben. Das war's wirklich komplett. Verärgert niemals euren Partner. Die wissen ganz genau, wie man euch wehtun kann. Der hat wirklich mehr Glück als Verstand. Den sollte man wirklich für Blödheit einige Jahre wegsperren. Der hat doch gemerkt, dass er das nicht kontrollieren kann. Warum dann nicht ruhiger fahren? Da wird sich die Versicherung freuen.
Freunde, welchen Fahrer fandet ihr am schlimmsten? Schreibt es in die Kommentare. Ich fand die Nummer 13 am schlimmsten. Die Frage ist doch, warum fährt er überhaupt rückwärts? Was hat er da überhaupt vorgehabt? Schöne Grüße gehen raus an CPT Falcon, Quapsi, Diana Mühleger Röser und Natkar. Vielen Dank für euren Support, Freunde. Wenn euch das Video gefallen hat, vergesst nicht eine Bewertung dazulassen. Bis zum nächsten Video, Freunde. Ciao.